Volle Deckung! Hallo! Willkommen in Morlands berühmtem Geschäft. Brauchen Sie viele gute Vorräte? Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Ich habe sehr schöne Dinge. Sie werden schon sehen. Hallo! Willkommen in Morlands berühmtem Geschäft. Brauchen Sie viele gute Vorräte? Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Ich habe sehr schöne Dinge. Sie werden schon sehen. Warum bewegt... Was? Oh nein! Ich wollte nicht! Schon gut. Also, was kann ich für Sie tun? Warum interessieren Sie sich so brennend für die Keeper? Keeper? Ich habe gar kein Interesse an den Keeper. Raus mit der Sprache. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen darüber sprechen sollte. Sagen Sie mir einfach, was Sie so tun. Ich werde Ihnen keinen Ärger machen. Okay. Ich kann es Ihnen wohl erzählen. Ich verwende kleine Scanner, um Signale von den Keepern zu speichern. Bis jetzt habe ich keine deutlichen Resultate erhalten. Ich komme nur schwer an Sie heran. Und warum haben Sie so ein Geheimnis daraus gemacht? Nun, technisch gesehen sind wir angehalten, die Keeper nicht zu... stören. Ich persönlich glaube nicht, dass die Scans die Keeper stören. Aber die offiziellen Stellen könnten das anders sehen. Ich würde gerne etwas freier arbeiten, aber ich will nicht riskieren, verhaftet zu werden. Ich könnte Ihnen helfen. Die offiziellen Stellen machen mir keine Sorge. Aber ich kenne Sie ja gar nicht. Ich bin Commander Shepard vom Militär der Allianz. Ich denke schon, dass ich Ihre Hilfe gebrauchen könnte. Das hier werden Sie brauchen. Das ist der Scanner, den ich entwickelt habe.
Aktivieren Sie ihn, wenn Sie einem Keeper begegnen. Alle so gesammelten Daten werden automatisch auf meine Datenbank überspielt. Ich würde Ihnen sogar für erfolgreiche Scans ein paar Credits überweisen. Was machen Sie mit den Daten nach dem Scannen? Ich versuche, so viel wie möglich über die Keeper herauszufinden. Wir sehen sie überall arbeiten, aber wir wissen nur sehr wenig über sie. Ich bin Wissenschaftler. Ich möchte herausfinden, wie sie funktionieren. Was machen Sie mit den Daten nach dem Scannen? Ich versuche, so viel wie möglich über die Keeper herauszufinden. Wir sehen sie überall arbeiten, aber wir wissen nur sehr wenig über sie. Ich bin Wissenschaftler. Ich möchte herausfinden, wie sie funktionieren. Dann sollte ich aufbrechen. Ja, ich selbst habe auch viel zu tun. Bis dann. Und viel Glück beim Scannen. Das ist es. Das Herz der Zitadelle. Der Gipfel galaktischer Macht. Wenn man zu viel darüber nachdenkt, wird einem ganz schwindelig. Das ist lächerlich. Die Volus werden dem Rat ewig nicht beitreten. Da bin ich mir nicht so sicher. Die Menschen machen mächtig Druck. Ich... Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt. Aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen geschützt werden. Sehen Sie sich dieses Ding... Bitte stören Sie die Keeper nicht. Bitte stören Sie die Keeper nicht. Willkommen im Präsidium Tourismus Terminal 2. Sie befinden sich gerade am Fuß des Zitadellturms, einem der bedeutendsten und bekanntesten Bauwerke des Präsidiums. Hinter mir sehen Sie das spektakuläre Portalmonument. Einmal zu Ihrer Linken. Sie werden die... Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen... Bitte stören Sie die Keeper nicht. Wen haben wir denn da? Jemanden vom Erdenclan? Und eine Berühmtheit dazu, oder? Man nennt sie doch Shepard, nicht wahr?
Sie waren doch in Toffa, nicht wahr? Sie haben den finalen Angriff gegen die Feindesbasis angeführt, wenn ich mich nicht irre. Sie haben mir etwas voraus. Ich bitte um Vergebung, Commander. Mein Name ist Balafon. Meine Arbeit erfordert es, immer informiert zu sein. Ich bin Finanzberater für viele bedeutende Kunden hier auf der Zitadelle. Wenn jemand so berühmt ist, auf der Station eintrifft, werde ich darüber informiert. Man sagte mir, dass Sie für den Shadow Broker arbeiten. Haben Sie irgendwelche Informationen über Saren? Sie sind sehr direkt, Shepard. Das kann ich akzeptieren. Ich bin ein Agent des Shadow Brokers. Und ich weiß etwas über Saren. Ich habe gehört, dass Ihre Auskünfte einiges kosten. Normalerweise würde Sie diese Information ein kleines Vermögen kosten. Aber es sind außergewöhnliche Umstände. Daher gebe ich sie Ihnen gratis. Wo ist der Haken dabei? Es gibt keinen. Der Shadow Broker ist derzeit sehr erzürnt über Saren. Sie haben schon viele Geschäfte gemacht, bis Saren ihn verraten hat. Saren hat in letzter Zeit eine ganze Menge Leute verraten. Ich kenne keine Details, aber der Shadow Broker hat jemanden angeheuert, der sich darum kümmern soll. Einen kroganischen Söldner. Wie kann ich ihn finden? Ich hörte, dass er den Citadel-Sicherheitsdienst besuchen wollte. Wenn Sie sich beeilen, erwischen Sie ihn vermutlich noch, bevor er die Citadel-Sicherheitsakademie verlässt. Ist es nicht seltsam, dass ein Kroganer mit dem Citadel-Sicherheitsdienst spricht? Sehr seltsam. Aber ich glaube kaum, dass er das freiwillig tut. Wenn Sie mehr herausfinden wollen, sollten Sie mit ihm sprechen. Wie ist das Leben hier auf Citadel? Diese Station ist zweifelsohne das größte Wunder der Galaxie. Sie ist ein technologisches Wunder, aber die Schönheit liegt nicht nur in den Schutzhüllen und Antriebsmotoren. Vom Präsidium bis zu den Zivilbezirken. Die ganze Station ist Zeugnis des Erfolgs des Rates. Alle Spezies im Citadel-Sektor leben in einer einzigen starken Gemeinschaft zusammen. Was ist so Besonderes am Präsidium? Es ist das politische Zentrum des Citadel-Sektors. 80% aller intelligenten Spezies der uns bekannten Galaxie erkennen die Autorität der Citadel in interstellaren Fragen an. Aber nur die mächtigsten und einflussreichsten Völker haben ihre Botschaften hier im Präsidium. Diese Ebene der Station ist für die Elite reserviert. Shepard, für Leute wie uns. Erzählen Sie mir von Ihrer Arbeit. Das galaktische Finanzwesen ist eine komplizierte Geschichte. Gesetze und Vorschriften mit Bezug auf Dutzende interstellarer Wirtschaftssysteme. Ich bin ein Experte für all die Zusammenhänge der Wirtschaftssysteme. Gegen Gebühr kann man von meinem Fachwissen profitieren. Ich bin zudem ein gefragter Mann, wenn man Geschäfte machen möchte, ohne unnötig Aufsehen zu erregen. Diskret und effizient. Das ist mein Motto. Klingt eher nach schmutzigen Geschäften. Alle meine Geschäftsaktivitäten orientieren sich natürlich an gültigen interstellaren Gesetzen. Dennoch wünschen einige meiner Kunden, ihre Geschäfte unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu... Ein Hanar-Botschafter hat zum Beispiel einmal einen Antrag auf Reduzierung der Importsteuern auf Hanar-Güter beim Rat eingereicht. Was für einen Eindruck hätte es gemacht, wenn bekannt geworden wäre, dass er Anteile an einer Hanar-Exportgesellschaft hält. Auch wenn seine wahren Motive waren, seinen Leuten helfen zu wollen, wäre er in Verdacht geraten, sich durch einen positiven Antragsbescheid persönlich bereichern zu wollen. Also habe ich seine Geschäfte im Stillen verwaltet. Klingt für mich immer noch nach schmutzigen Geschäften. Dann wollen wir hoffen, dass Sie niemals ein so großes Vermögen zu verwalten haben, dass Sie meine Dienste benötigen.
Erzählen Sie mir bitte mehr vom Shadow Broker. Die meisten Leute glauben, dass ich mit Wirtschaftsangelegenheiten mein Geld verdiene. Aber meine Währung lautet Wissen. Ich handle mit Informationen und bin so reich geworden. Aber der Shadow Broker ist der wahre Meister. Jeden Tag kauft und verkauft er Informationen, aufgrund derer Regierungen stürzen könnten. Er verkauft sie immer an den höchsten Bieter. Aber dennoch scheint er niemals die natürlichen Kräfteverhältnisse aus dem Gleichgewicht zu bringen. Alle diese preisgegebenen Geheimnisse scheinen sich aufzuwiegen. Am Ende hat niemand einen Vorteil vor den anderen. Wissen Sie, wer er ist? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Die Abstammung und das Geschlecht des Shadow Broker sind nicht bekannt. Aber ich persönlich glaube, dass eine ganze Gruppe von Leuten hinter seiner Identität steckt. Wie sonst könnte man so viele Informationen gleichzeitig verwalten? Und wie sonst könnte man an so exklusive Informationen herankommen? Aber sie haben alles perfekt arrangiert. Jede Regierung sieht sich gezwungen, ihr Spiel mitzuspielen, um zu wissen, was vor sich geht. Aber egal, wie lange man mitspielt oder wie viele Geheimnisse man kauft, es gibt keinen Gewinner. Ich hätte gedacht, dass Sie mehr über den Mann wissen, für den Sie arbeiten. Von Zeit zu Zeit komme ich an Informationen, die ich dem Shadow Broker verkaufe. Nur das ist mein Part. Mir gefällt es so. Je mehr man weiß, desto gefährlicher wird das Spiel. Ich lebe nicht gern gefährlich, Commander. Das überlasse ich Ihnen. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Sie haben sich einen beeindruckenden See erbaut, obwohl je jemand darin ertrunken ist. Glauben Sie, es ist teuer, hier zu leben? Sarens-Männer. Alle Ziele neutralisiert.
verstehe, warum dieser Schuppen so beliebt ist. Es gibt hier tolle, Aussichten. Hey, Lieutenant. Fahren Sie die Zunge wieder ein, bevor Sie noch drauf treten. 1 Million Lichtjahre von dem Ort entfernt, an dem die Menschheit begann. Und wir gehen in eine Bar voller Männer, die sabbernd nackte Weiber dabei beobachten, wie sie auf der Bühne mit dem Arsch wackeln. Ich kann mich nicht entscheiden, ob das lustig oder traurig. Allianz Militär. Ich hätte Marine werden können. Stattdessen ging ich zur verdammten Zitadell-Sicherheit. Der größte Fehler meines Lebens. Harkin, richtig? Ich hörte, Sie können mir helfen, jemanden zu finden. Einen Officer von der Zitadell-Sicherheit namens Garrus. Garrus? Sie müssen aus Captain Andersons Crew sein. Will der Bastard Saren noch immer ans Leder? Ich weiß, wo Garrus ist. Aber Sie müssen mir zuerst etwas sagen. Hat der Captain Sie in sein großes Geheimnis eingeweiht? Gibt es etwas, das ich über den Captain wissen sollte? Der Captain war früher ein Spectre. Das wussten Sie nicht, was? Es war alles top secret. Der erste Mensch, dem je diese Ehre zuteil wurde. Und er hat es vermasselt. Er hat die Mission vergeigt, woraufhin man ihn rauswarf. Natürlich gibt er Saren die Schuld. Er sagt, der Turianer hätte ihn reingelegt. Warum haben Sie ihn rausgeworfen? Das müssen Sie ihn fragen. Die Details kenne ich nicht, aber es ist eine gute Geschichte. Der Fall des Helden, die klassische Tragödie. Sie sagten, Sie hätten alles vertuscht. Wie haben Sie davon erfahren? Ich arbeite seit 20 Jahren hier auf der Zitadelle. Die Leute auf dieser Station reden gern. Geheimnisse sind wie Herpes. Wenn man sie einmal hat, kann man sie auch gleich verbreiten. Sagen Sie mir einfach, wo Garrus ist. Garrus schnüffelte in Dr. Michels Büro rum. Sie leitet die Klinik auf der anderen Seite der Bezirke. Soweit ich weiß, ist er dahin zurück. Was wissen Sie über Garrus? Ein verdammter Hitzkopf ist das. Er denkt immer noch, er könnte die Welt retten. Legt sich ständig mit dem Executor an. Er wird das schon bald büßen müssen. Der Executor liebt es, uns niederes Volk zurechtzustutzen. Sehen Sie nur, was er mit mir gemacht hat. Sie sollten mal in den Spiegel sehen. Werden Sie nüchtern und übernehmen Sie Verantwortung. Sparen Sie sich Ihre Predigt. Dies ist keine Kirche. Wie gut kennen Sie Captain Anderson? Bin ihm im Lauf der Zeit ein paar Mal begegnet. Ist einer dieser hartgesottenen Militärs. Ja, Sir! Nein, Sir! Mit dem Stock im Hintern kann man keinen Spaß haben, Sir! Wahrscheinlich wurde er deshalb so schnell befördert. Das Militär liebt Arschkriecher. Der Captain ist ein guter Soldat. Sicher, ist ja auch egal. Stecken Sie ihn in einen Anzug, heften Sie ihm Medaillen an und nennen Sie ihn einen Helden, wie alle anderen. Aber warum haben ihn die Spectres rausgeworfen, wenn er so toll ist? Warum fragen Sie ihn das nicht mal? Sie sollten mal in den Spiegel sehen. Werden Sie nüchtern und übernehmen Sie Verantwortung. Sparen Sie sich Ihre Predigt. Dies ist keine Kirche. Wie ist es, für die Zitadell-Sicherheit zu arbeiten? Sie meinen, wie es war. Der Executor hat mich ohne Soll suspendiert. Wiederholte Verfehlungen. Die Zitadell-Sicherheit hat eine Akte über mich. Können Sie das glauben? Jeder Fehler, den ich machte, wurde aufgeschrieben. Etwas hart mit einem Verdächtigen umgesprungen? Ein Vermerk. Ein paar Drinks im Dienst genommen, ein Vermerk. Einem Dealer ein paar Credits abgenommen, ein Vermerk. Das ist eine widerliche Hexenjagd. Sie sind gut weggekommen, wenn Sie mich fragen. Was wissen Sie denn schon? Die Arbeit für die Zitadell-Sicherheit gleicht nicht der eines Marines. Die Leute regen sich auf, wenn wir jemanden erschießen. Untersuchungen, Anfragen, Regeln, Bestimmungen. Ich kämpfe mich jeden Tag durch Berge von Papierkram. So muss man sein, um diesen Job zu machen. Also erzählen Sie mir nichts über richtig oder falsch. Ihr Soldaten habt's leicht.
sollten mal in den Spiegel sehen. Werden Sie nüchtern und übernehmen Sie Verantwortung. Sparen Sie sich Ihre Predigt. Dies ist keine Kirche. Ich verschwinde. Na gut, geht. Lassen Sie mich in Ruhe trinken. Nicht jetzt. Ich sehe mir die Show an. Hey, ich war zuerst. Verschwinden Sie. Ich will mich nicht unterhalten. Ich habe hier zu tun, aber nicht mit Ihnen. Die Hinterzimmer sind privat, reserviert für Fist und seine Freunde. Wer ist Fist? Ihm gehört dieser Club, aber die Kunden müssen vorn bleiben. Wer ist Fist? Ihm gehört dieser Club, aber die Kunden müssen vorn bleiben. Auf Wiedersehen. Viel Spaß im Club. Nicht unbedingt meine Art von Ort, aber es gibt sicher einige spektakuläre Aussichten hier. Ich hab's niemandem gesagt, das schwöre ich! Das war klug, Doc. Machen Sie keine Dummheiten, wenn Garrus kommt. Halten Sie den Mund und wer sind Sie? Lassen Sie sie gehen. Ah! Ah!
alle Ziele neutralisiert. Perfektes Timing, Shepard. Ich hatte eine freie Schussbahn. Schön, dass ich helfen konnte. Dr. Michel, sind Sie verletzt? Nein, ich bin in Ordnung. Dank Ihnen. Ihnen allen. Warum haben Sie sie bedroht? Für wen arbeiten Sie? Sie arbeiten für Fist. Sie wollen, dass ich den Mund halte und Garrus nichts von der Quarianerin erfährt. Welche Quarianerin? Vor einigen Tagen kam eine Quarianerin in mein Büro. Sie hatte eine Schusswunde, wollte aber nicht sagen, wer es war. Sie hatte große Angst und schien auf der Flucht zu sein. Sie fragte nach dem Shadow Broker. Für einen Unterschlupf wollte sie Informationen preisgeben. Und dann? Ich habe den Kontakt zu Fist hergestellt. Er ist ein Agent des Shadow Brokers. Nicht mehr. Jetzt arbeitet er für Saren. Das gefällt dem Shadow Broker gar nicht. Fist hat den Shadow Broker betrogen? Das ist dumm. Selbst für ihn. Saren muss ihm ein gutes Angebot gemacht haben. Die Quarianerin muss etwas haben, das Saren will. Etwas, wegen dem er sich mit dem Shadow Broker anlegen würde. Sie muss einen Beweis dafür haben, dass er ein Verräter ist. Hat die Quarianerin etwas über Saren gesagt? Oder die Geth? Das hat sie. Die Informationen, die sie anzubieten hatte, hatten etwas mit den Geth zu tun. Sie muss Saren mit den Geth in Verbindung bringen können. Das kann der Rat nicht ignorieren. Besuchen wir also Fist. Das ist Ihre Show, Shepard. Aber ich will Sarens Untergang ebenso wie Sie. Ich komme mit Ihnen. Sie sind Turianer. Warum wollen Sie seinen Untergang? Ich konnte keine Beweise für meine Nachforschungen finden. Aber ich wusste, was wirklich vor sich geht. Saren verrät den Rat und er entehrt mein Volk. Willkommen an Bord, Garrus. Wir sind nicht die Einzigen, die hinter Fist her sind. Der Shadow Broker hat einen korganischen Kopfgeldjäger namens Rex auf ihn angesetzt. Ja, wir haben von ihm gehört. Ein Kroganer könnte uns nützen. Zuletzt soll er in der Zitadell-Sicherheitsakademie gewesen sein. Was macht er da? Fist hat ihn beschuldigt, ihm gedroht zu haben. Daher unterhielten wir uns mit Rex. Wenn Sie sich beeilen, können Sie ihn noch in der Akademie erwischen. Los geht's. Ich habe Ihnen nie gedankt, dass Sie mich aus Fists Klauen gerettet haben. Ich weiß nicht, was ohne Sie passiert wäre. Ich bin nur froh, dass Sie nicht verletzt wurden. Ich auch. Wollten Sie sonst noch etwas? Zeigen Sie mir, was Sie zu verkaufen haben. Natürlich.
Mach dir nichts vor. Es ist noch größer. Hey, ich kenne Sie. Sie sind Shepard, nicht wahr? Ich habe Torfahren während meiner Ausbildung studiert. Es ist unglaublich, dass Sie die ganze Basis ausgeschaltet haben. Unglaublich. Offenbar haben Sie einen Fan. Tut mir leid. Ich hätte nur nie gedacht, dass ich Sie mal persönlich treffe. Ich heiße Lang, Officer Eddie Lang von der Zitadell-Sicherheit. Es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen, Commander. Was machen Sie hier unten in den Bezirken? Kann ich Ihnen helfen? Wie gefällt es Ihnen, hier auf der Zitadell zu arbeiten? Hier ist es unglaublich. Ich bin seit über einem Jahr hier und habe gerade mal ein Zehntel gesehen. Das Präsidium ist so schön, man kann sich dort toll entspannen. Aber hier unten in den Bezirken gefällt es mir besser. Irgendetwas passiert hier immer. Wie dieser neue Club, der vor einigen Monaten aufgemacht hat. Da ist vielleicht was los, Commander. Das sollten Sie sich mal ansehen, wenn Sie Zeit haben. Wie gefällt es Ihnen, hier auf der Zitadell zu arbeiten? Hier ist es unglaublich. Aber hier unten in den Bezirken gefällt es mir besser. Irgendetwas wie dieser neue Club, der vor einigen Monaten aufgemacht hat. Da ist vielleicht was los, Commander. Das sollten Sie sich mal ansehen, wenn Sie Zeit haben. Wie gefällt es Ihnen, hier auf der Zitadell zu arbeiten? Hier ist es unglaublich. Ich bin seit über... Aber hier unten... Wie dieser neue Club, der vor einigen Monaten aufgemacht hat. Da ist vielleicht was los, Commander. Das sollten Sie sich mal ansehen, wenn Sie Zeit haben. Was wissen Sie über die Spectres? Nur das, was Sie in den Videos zeigen. Sie stellen sie immer als Superagenten dar, die bei geheimen Missionen die Galaxis retten. Aber ich weiß, dass die Wirklichkeit anders aussieht. Einige der anderen Jungs von der Zitadell-Sicherheit mögen sie nicht besonders. Sie finden, sie dürfen nicht so oft hart an der Grenze des Gesetzes operieren. Aber der Rat würde sie nicht einsetzen, wenn sie nicht gut wären, oder? Kennen Sie einen Officer der Zitadell-Sicherheit namens Harkin? Ich sollte lieber den Mund halten. Er ist schon viel länger dabei als ich. Aber ich habe Sachen gehört, wissen Sie? Er trinkt im Dienst, lässt sich bestechen, solche Sachen eben. Das sind größtenteils Gerüchte. Aber sie haben ihn suspendiert, also muss was dran sein. Ich muss gehen. Genau, Sie sind wahrscheinlich sehr beschäftigt. Man sieht sich, Commander. Ein salarianisches Ausgrabungsteam ist nach Freilegung einer proteanischen Ausgrabungsstätte auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Hanar-Protestanten blockieren die Ausgrabungsstätte und verlangen, dass die Artefakte der Entflammten, wie sie die Hanar nennen, Zeugen haben ihre Drohungen in Fists Bar gesehen. Halten Sie sich fern. Sie schreiben mir nichts vor. Das ist Ihre einzige Warnung. Warnen Sie Fist, ich bring ihn um. Soll ich Sie verhaften? Ich will, dass Sie es versuchen. Nur weiter. Raus hier! Kenne ich Sie? Ich heiße Shepard. Ich suche Fist. Dachte, Sie wollten vielleicht mit. Shepard? Commander Shepard? Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Wir sind beide Kämpfer, Shepard. Ich gebe Ihnen respekthalber genügend Warnung. Ich bringe Fist um. Fist weiß, dass Sie kommen. Gemeinsam haben wir bessere Karten. Mein Volk hat ein Sprichwort. Finde den Feind deines Feindes und du findest einen Freund. Schön, Sie bei uns zu haben, Rex. Gehen wir. Fist soll nicht warten.
Okay, Jalid. Lass... Hey da! Oh. Sie sind nicht von der Zitadell-Sicherheit, oder? Wollten Sie etwas? Was wollten Sie dem Officer vorhin erklären? Mein Partner will mich töten. Und ich dachte, wir wären Freunde. Woher wissen Sie, dass er Sie töten will? Er ist jetzt so anders. Er redet bei der Arbeit nicht mehr mit mir. Und verfolgt mich. Gestern ist er mir bis nach Hause gefolgt. Er weiß nicht, dass ich ihn gesehen habe, aber er wartet nur auf seine Chance. Ist mir egal, was andere denken. Ich weiß, was er vorhat. Er will mich tot sehen. Kann ich irgendwas tun? Mit Ihrem Freund reden vielleicht? Würden Sie das? Mehr will ich nicht. Nur jemand, der mit ihm redet. Er soll mich in Ruhe lassen. Er meint, er kann mich herumschubsen. Aber Sie zeigen's ihm, oder? Sagen Sie mir, wo er ist, und ich suche ihn. Okay. Er wollte mich unten in den Bezirken beim Markt treffen. Er gab vor, er wolle nur reden. Er heißt Korban. Er ist Salarianer. Ich denke nicht, dass er Ihnen Probleme bereiten wird. Er ist nur ein Wissenschaftler. Korban? Das ist der Kerl, der uns darum bat, die Keeper zu scannen. Die Keeper? Das ist noch ein guter Grund, ihn ausfindig zu machen. Das verstößt gegen die Gesetze. Ich werde mich gleich darum kümmern. Mal sehen, was er so vorhat. Was Korban betrifft, ist dieser Tage alles möglich. Also, viel Glück! Binhex hat sich außergerichtlich mit einer Kroganer-Gruppe geeinigt, die das Genetikunternehmen des Betrugs bezichtigt hat. Die Kroganer hatten Binhex damit beauftragt, Studien durchzuführen, um ihre genetische Sterilisation auf lange Sicht heilen zu können. Später klagte die Gruppe auf die Rückzahlung ihres Geldes, als die Studie keine verwendbaren Ergebnisse hervorbrachte. Nicht sehr viel Sicherheitsleute hier. Jedenfalls.
mag sein. Aber glauben Sie nicht alles, was Sie hören. Aber genau das ist es ja. Man hört es. Im Gedenken an Eden Prime bringen wir ein Porträt der mutigen Soldatin Nirali Bhatia. Soldatin Bhatia war eine hingebungsvolle Ehefrau und talentierte Köchin und schloss sich im Verlauf des Ausbildungsplans dem Allianzmilitär an. Nach Ende ihrer Dienstzeit wollte Frau Bhatia ein Restaurant eröffnen, doch stattdessen verlor sie beim Schutz der Kolonisten auf Eden Prime ihr Leben. Weitere Kurzporträts mutiger Soldaten und Freistellen beim Militär finden Sie beim Allianzmilitär im Extranet, wenn Sie das Keyword Mut eingeben. Bitte stören Sie die Keeper nicht. Ich sagte Ihnen doch schon, dass Sie gar nicht hier sein dürfen. Diese Person glaubt, dass sie das Recht hat, sich hier frei zu bewegen. Sekunde, ich hab sie gleich. Commander Shepard, mit dem Allianzmilitär hier. Das erste Mal auf der Zitadelle, stimmt das in etwa? Woher wissen Sie, wer ich bin? Ich bin der Zitadell-Sicherheitsrequisitionsoffizier. Ich muss sichergehen, dass unsere Käufer autorisiert sind. Also, darf es heute etwas für Sie sein, Commander Shepard? Zeigen Sie mir, was Sie haben. Super. Ich hoffe, Sie finden, wonach Sie suchen. Francis Kitsch sprach über seine Pläne, Hamlet mit Elcor-Darstellern zu verwirklichen.
Kit sagt, dass er einem menschlichen Publikum überdies die Chance geben möchte, Hamlet anhand seiner Taten und nicht seiner Emotionen zu beurteilen. Hey, Commander Shepard. Schön, Sie wiederzusehen. Kann ich Ihnen helfen? Ich muss gehen. Genau, Sie sind wahrscheinlich sehr beschäftigt. Man sieht sich, Commander. Commander Shepard? Mein Name ist Emily Wong. Ich stelle journalistische Nachforschungen hier auf der Zitadelle an. Hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Was brauchen Sie? Ich suche nach Beweisen für Korruption und organisiertes Verbrechen auf der Zitadelle. Aber zu einigen Bereichen habe ich keinen Zugang. Ich hatte gehofft, dass Sie mir vielleicht Informationen überlassen können, die Sie auf Ihrer Untersuchung herausfinden. Ich würde mich erkenntlich erweisen. Keine Versprechen, aber wenn ich etwas mit Bezug auf Ihre Story finde, melde ich mich. Danke, Commander. Sie werden es nicht bereuen.